So, jetzt habe ich hier den Frankie bei uns. Ich habe gerade schon ein bisschen mit dem Ingo gesprochen. Er hat uns auch schon so ein paar Sachen erzählt. Möchtest du mal deine Sicht der Dinge über die vergangene WM uns erklären? Ja, also die WM, die lief eigentlich perfekt für uns. Wir hatten einen super Auftakt mit dem hohen Sieg gegen Japan und haben dann ganz viel Schwung mitgenommen und haben das große Ziel, den Wiederaufstieg, erreicht und hoffen jetzt natürlich, dass wir nächstes Jahr noch in Peking dabei sind. Ja, Peking, das das große Stichwort. Ende November findet das Qualifikationsturnier statt. Dafür sind wir jetzt hier gerade in Krefeld zum Trainingslager, sag ich mal. Wie sind denn deine Einschätzungen zu dem Turnier in Berlin? Wie rechnest du dir die Chancen aus zum großen Ziel Peking? Also zuerst einmal freuen wir uns natürlich, dass so ein Turnier mal bei uns in Deutschland stattfindet. Das hatten wir so auch noch nicht. Und ich denke, die Chancen stehen sehr gut. Wir sind in super Form, konnten den Schwung von der BWM mitnehmen. Und ich bin guter Dinge, dass wir uns einen von den letzten beiden Plätzen schnappen können. Die Stimmung im Team scheint sehr gut zu sein. Wie siehst du das? Ja, also ich glaube, wir sind so die beste deutsche Mannschaft, die wir je hatten. Also ich bin jetzt seit 2004 bei der Nationalmannschaft und ich glaube, so eine gute und homogene Truppe haben wir noch nie gehabt. Ja, dann, das klingt eigentlich super und ja, von unserer Seite können wir eigentlich nur sagen, wir drücken die Daumen, dass das klappt und dass wir euch dann nächstes Jahr in Peking sehen. Ja, vielen Dank. Ja, viel Erfolg weiterhin. Ja, danke.